Für die AfD-Fraktion erteile ich das Wort dem Abgeordneten Dr. Balzer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte geschätzte Kollegen Abgeordneten, schon wieder Schulbaumodernisierung. Hier scheint ja einiges im Argen zu liegen. Und wer kann aber schon dagegen sein, wenn die SPD, beflügelt durch den neuen großen Vorsitzenden, die Interessen der kleinen Leute neu entdeckt und etwas Gutes für die Schulen tun will? Lobenswert. Sehr lobenswert, durchaus. Sehr geehrte Damen und Herren, für eine Partei, die neu im Landtag vertreten ist, wie wir, ist es interessant zu beobachten, wie sich Parlamentarier, die schon länger hier sind, die Bälle untereinander zuwerfen. Man fragt sich, worum geht es eigentlich? Zwei Anträge zu ähnlichem Thema, beide sind schon etwas ältlich. Worum geht es? Warum diese lange Liegezeit? Möglicherweise eine Reifezeit? Warten auf einen großen Wohltäter, wie er sich denn zeigt, wenn er sich zeigt? Deus ex machina, der Gott aus der Maschine, der tragische Konflikt für das große Finale, für den letzten Akt in einem Theater. Der Wohltäter, nachdem das Publikum, das Wählervolk sich so sehr sehnt. Großes Kino, Kopfkino. Wie die Choreografie bei einem Parteitag, ein SPD-Parteitag. Ruf doch mal den Martin, soll's ganz bescheiden, der heilige Martin Schulz, die Gläubigen, seine Genossen aufgefordert haben. Ich versuch's. Was bezweckt die SPD mit diesem Antrag? Man spielt sich gegenseitig die Bälle zu und man fragt ab, was aus dem Schulbauförderungsprogramm der vergangenen Legislatur geworden ist. Damals mit Hilfe des großen Koalitionspartners, den Grünen, auf den Weg gebracht. Und diese Grünen sind immer noch an der Regierung. Dann könnte, sollte möglicherweise dieses Förderprogramm jetzt endlich umgesetzt werden. Natürlich nicht, wie die böse Opposition von der FDP annimmt, zu Ungunsten der Nicht-Gemeinschaftsschulen. Eine Schieflage, das gibt's ja gar nicht. Meine Damen und Herren, moderne Pädagogik und moderne Technik brauchen eben neue Räume, bessere Räume. Schauen wir uns deshalb den statistischen Anhang des ausgereiften SPD-Antrags einmal in Ruhe an. Im Schulbauförderprogramm finden sich für den Regierungsbezirk Stuttgart 26 Schulen, davon 11 Schulen, die generalsaniert oder erweitert oder umgebaut werden als Gemeinschaftsschule. Das sind nur 42%. Im Regierungsbezirk Karlsruhe finden sich 7 Umbauten für die Gemeinschaftsschule von 11 Schulen insgesamt. Das sind 63%. Im Regierungsbezirk Freiburg werden von 8 Schulen 5 als Gemeinschaftsschulen berücksichtigt, das sind auch fast 2/3. Im Regierungsbezirk Tübingen werden von 10 Schulen 4 zu Gemeinschaftsschulen erweitert und umgebaut und 2 werden als sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren ertüchtigt, ehemalige Sonderschulen. Interessanterweise werden zu Schulleitungen dieser Zentren für die durchaus umstrittene Inklusion keine Leitungszeit zugestanden. Eigentlich unverständlich, Frau Ministerin, wollte ich an der Stelle nur gesagt haben. Also doch, wie die FDP sagt, eine Schieflage. Oder sitzt hier jemand in der Biberfalle, hatten wir auch schon. Oder werden einfach Gemeinschaftsschulen, weil sie angeblich die Zukunft sind, woher Sie das wissen, weiß ich auch nicht, bevorzugt. Hatten wir in diesem Hohen Hause nicht schon gehört von der kleineren Regierungspartei? Die CDU spricht sich für den Erhalt der Realschulen, der Gymnasien, also des dreigliedrigen Schulsystems aus. Verkürzt gesagt, im Schulbauförderprogramm 2016 wird die Gemeinschaftsschule massiv gestärkt. Natürlich ist das ungerecht. Damit wollte grün-rote Regierung in der vergangenen Legislatur die Schulentwicklung in ihrem Sinne steuern. Das ist der tragische Konflikt in der jetzigen Regierung für das Finale. Es gibt tragische Konflikte, die sich nicht Kraft menschlicher Handlungen lösen lassen. Grüne und CDU, zwei, die nicht zusammenpassen, die aber an einem Strang ziehen, aber in unterschiedliche Richtungen eben. Die Etablierung der Gemeinschaftsschule, die Ganztagsbetreuung und die Inklusion, und manch ein Bürgermeister wird sich gesagt haben, ja, wenn es dafür Geld gibt, dann mache ich das eben. Und manch anderer Bürgermeister äußert sich verärgert, und das weiß ich durch Besuche vor Ort und in den Schulen. Manche Kommune hat als Schulträger die Immobilie regelmäßig instand gehalten
und das ohne Schulbauförderprogramm. Für Schulsanierung gibt es bereits, und ich darf zitieren mit Ihrer Genehmigung, nicht zweckgebundene Sachkostenbeiträge, in denen nach der kommunalen Haushaltssystematik die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Schulen bei der Festsetzung berücksichtigt sind. Meine Damen und Herren, ein vernünftiger Bürgermeister und ein ebensolcher Landrat unterhalten damit ihre Schulbauten. Ein weniger vernünftiger tut das nicht. Und jetzt soll das Land diese Unvernünftigkeiten ausgleichen. Das kann man kaum befürworten. Wir wollen die Eigenverantwortlichkeit stärken, und diese Eigenverantwortlichkeit beinhaltet, dass das Land nicht einspringt, wenn auf kommunaler Ebene eventuell teure Prestigeprojekte gebaut worden sind, als statt das eigene Sach in Ordnung zu halten. Aus diesen Gründen wissen wir den Äußerungen des Ministeriums, dass ein Pakt mit den Kommunen über ein Programm zur Schulbausanierung bzw. Modernisierung nicht vorzusehen ist, zustimmen. Die von der FDP bezeichnete Unwucht ist ebenfalls vorhanden. Es ist also nicht Zeit für ein landeseigenes Schulbaumodernisierungsprogramm. Danke.